Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir mal meine kleine, aber feine Gitarrensammlung zeigen, beziehungsweise möchte ich dir die Gitarren zeigen, die ich regelmäßig nutze. Also ich habe noch ein paar andere, ich sag mal, Bastel- und ja, Spaßgitarren, die ich jetzt aber hier nicht erwähnen werde, weil ich die auch nicht regelmäßig spiele. Also ich zeige dir wirklich nur so die Hauptinstrumente, die ich auch wirklich nutze. Und noch mal eins vorab, falls du das noch nicht weißt. Ich mache dieses ganze Gitarrespielen fürs Internet-Ding beruflich, also ich verdiene damit mein Geld. Und deshalb ist es so, dass ich nicht für jede Gitarre, die ich besitze, Geld bezahlt habe. Es gibt Gitarren, die habe ich als Bezahlung für meine Arbeit bekommen. Das heißt aber auch gleichzeitig, ich habe keine Gitarren kostenlos bekommen. Also ich habe noch nie eine Gitarre kostenlos bekommen. Das hängt immer mit einer Gegenleistung zusammen, meistens in Form von irgendwelchen Videos, die ich produziere. Oft auf Instagram, teilweise auch auf YouTube. Das einfach nur so als kleine Info am Rande. Ich möchte ja halt auch wirklich transparent sein und deswegen erwähne ich das halt auch vorher. Und ja, wie gesagt, viele der Gitarren sind quasi auch Arbeitsmittel für mich und deshalb auch die Menge bzw. Vielzahl an Gitarren. Wobei es ist auch gar nicht so viel, muss ich sagen. Also ich könnte auch deutlich mehr haben, weil ich auch einige Gitarren immer mal wieder verkaufe. Dazu komme ich aber später nochmal, weil ich auch momentan ein oder zwei Gitarren verkaufe. Ja, deswegen wird auch oft mal was durchgewechselt. Die Reihenfolge, in der ich dir die Gitarren zeige, ist übrigens willkürlich. Also die erste ist nicht die beste oder schlechteste, es ist einfach total zufällig. Einfach nur, damit du das auch weißt. Fangen wir mit der ersten Gitarre an und zwar mit dieser hier. Das ist die Epiphone 1963 Les Paul SG Custom aus der Inspired by Gibson Custom Serie. Und über die Gitarre habe ich ja auch schon ein komplettes Video gemacht. Ich verlinke es oben in der Infokarte bzw. unten in der Videobeschreibung. Und ich hatte drei Gitarren aus dieser Serie, die ES355, die 1959 Les Paul und diese hier. Und das war sozusagen meine Bezahlung für die Videos, die ich gemacht habe. Also nicht nur die drei Videos hier auf YouTube, sondern auch einige Videos, die ich auf Instagram gemacht habe. Ja, und ich bin sehr froh, diese Gitarre bekommen zu haben, weil die halt einfach extrem gut aussieht. Meiner Meinung nach, jedes Mal, wenn ich die einfach nur in der Ecke stehen sehe, habe ich Lust, Gitarre zu spielen. Und dafür alleine ist es die Gitarre einfach schon wert. Zusätzlich habe ich hier halt auch noch Sounds, die ich mit anderen Gitarren nicht hinbekomme, durch den mittleren Humbucker. Und generell ist es halt eine super Gitarre, die spielt sich echt gut und klingt halt auch traumhaft. Dann als nächstes eine Gitarre, die ich hier auf dem Kanal sehr selten zeige. Und zwar ist das die Heritage H150 Custom Core. Und das ist die, oder für mich die beste Les Paul-artige Gitarre, die ich je in der Hand gehabt habe. Also wenn es jetzt um so klassische Les Pauls geht. Und wie du siehst, die ist auch schön geaged. Das muss man natürlich mögen. Mir gefällt es sehr gut. Und das ist eine Gitarre, die werde ich nie wieder hergeben. Also die ist wirklich perfekt, 100% perfekt. Und ist auch wirklich meine Top 1 oder Top 2 Gitarre überhaupt. Also das ist wirklich eine meiner Lieblingsgitarren. Und ja, sie klingt sehr gut, spielt sich wirklich wie Butter. Also ich habe noch nie so eine perfekte Les Paul gespielt. Preislich ist sie natürlich auch ziemlich teuer, aber so eine Gitarre von Gibson kostet halt bestimmt an die 8.000, 7.000 Euro. Und hier ist man so fast bei der Hälfte, sage ich mal davon. Je nachdem, ob man Aging möchte, je nachdem, welche Decke man hier möchte. Und die Leute von Heritage wissen auch, was sie machen, denn die Firma wurde von ehemaligen Gibson-Mitarbeitern gegründet. Also du hast hier wirklich den Gibson-Spirit in der Gitarre drin. Ja, wie gesagt, eine meiner Lieblingsgitarren. Ach ja, falls dich interessiert, warum ich diese Gitarre nicht so häufig hier auf diesem Kanal zeige. Ganz einfach, weil ich irgendwie ein komisches Gefühl habe, wenn ich so eine wirklich sehr teure Gitarre spiele und ich dann Anfängern bzw. Fortgeschrittenen etwas erkläre. Ich finde, das baut immer so eine gewisse Distanz auf, wenn quasi der Lehrer so diese Top-Gitarre hat, so das teuerste überhaupt. Und ich bin eher so der Meinung, wenn ich jemandem was zeigen möchte, dann nehme ich auch gerne ein Instrument, das
sich zum Beispiel auch ein Schüler kaufen könnte, wenn man jetzt hier so einen Gitarrenunterricht nimmt, einfach um nicht abgehoben zu wirken. Also ich weiß nicht, ob das blöd ist, aber irgendwie, es fühlt sich für mich einfach besser an, wenn ich für den Content, also die Videos, die ich hier produziere, die halt wirklich mehr Lerninhalte sind, wenn ich dafür halt Instrumente nutze, die jetzt nicht extrem teuer sind. Vielleicht finden das Leute auch total dämlich, aber das ist einfach so mein Gefühl bei der Sache. Ich spiele diese Gitarre extrem gerne und wer meine Instagram-Videos kennt, da benutze ich die auch sehr, sehr oft, weil das ja, wie gesagt, auch ein anderes Format ist. Aber hier auf dem deutschen YouTube-Kanal geht es mir ja eher um Leuten was beizubringen, Leuten Mehrwert zu bieten. Und ich finde, da sind halt so extrem High-End-Gitarren irgendwie fehl am Platz. Keine Ahnung, also es ist einfach so mein Gefühl. Deswegen nutze ich die Gitarre hier eher weniger. Dann kommen wir zur nächsten Gitarre, das ist die Lowe Mod 1 RT. Und das ist auch eine Gitarre, die ich relativ selten hier nutze. Das aus ähnlichen Gründen. Das ist auch eine eher High-End-Gitarre. Wie gesagt, von Andreas Lowe, einem Gitarrenbauer aus München. Die andere Gitarre, die ich von ihm habe, kennen einige schon. Dazu komme ich gleich noch. Ja, und einerseits benutze ich, wie gesagt, die Gitarre nicht so oft hier auf dem Kanal, weil es halt eher so eine High-End-Gitarre ist. Plus, man hat hier keine Bund-Inlays. Und wenn ich hier irgendwas erkläre zu der Pentatonik oder so und ich spiele halt hier kreuz und quer auf dem Griffbrett, dann ist es halt für den, der dieses Video schaut, halt viel angenehmer, wenn hier Bund-Inlays im Griffbrett sind, damit man sich halt orientieren kann. Deshalb ist das wirklich eine Gitarre, die ich hier auch weniger nutze. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Top-Gitarre. Also ich muss da ja zu der Qualität nichts sagen. Wer das andere Video kennt, der weiß es ja. Die Gitarre ist halt eher so puristisch, also sehr einfach aufgebaut. Wir haben einen Humbucker, Tonregler und ein Volume-Regler. Und das war's. Die Optik ist sehr abgespaced, würde ich jetzt mal sagen. Sieht sehr cool aus. Ist auch eher einzigartig. Und ja, Hals sieht auch sehr schön aus. Und was ja auch noch besonders ist, das ist die einzige Gitarre, auf der ich andere Saiten habe. Ich habe auf allen meinen Gitarren 10 zu 46er Saiten drauf. Hier habe ich ein Hybrid-Set drauf, 10 52. Das heißt, die tieferen drei Saiten sind dicker. Und das habe ich gemacht, weil ich diese Gitarre fast ausschließlich im Drop-D-Tuning spiele. Weil ich einfach finde, dass diese Gitarre extrem gut zum Drop-D-Tuning passt. In dem Tuning spielt man halt viele Rock-Riffs und da brauche ich sehr selten einen Halstonabnehmer. Da brauche ich eher so das volle Brett vom Stegtonabnehmer. Deshalb nutze ich die Gitarre fast ausschließlich in Drop-D oder manchmal auch in tieferen Tunings. Und deshalb hier auch die Hybrid-Saiten. Falls du dich für das Thema Drop-D-Tuning interessierst, ich habe auf meiner Patreon-Seite vor einigen Tagen einen Mini-Kurs zu diesem Thema veröffentlicht, in dem ich dir alle Grundlagen zeige, einige Beispiel-Riffs, also Übungen mit Backing-Tracks und zusätzlich erkläre ich auch noch ein paar sehr bekannte Drop-D-Riffs. Also falls dich das interessiert, Link zu meiner Patreon-Seite findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann bleiben wir bei dem Hersteller. Das ist meine zweite Gitarre von Andreas Lowe. Das ist die Mod 2 SH. SH für Semi-Hollow. Wie gesagt, ich habe über diese Gitarre ein komplettes Video hier auf dem Kanal, wird oben in den Infokarten verlinkt und unten in der Videobeschreibung, falls du das noch nicht kennst. Das ist auch die andere Gitarre, die ich meine Nummer 1 oder Nummer 2 nennen würde. Das wechselt immer, je nachdem, was ich halt so spielen möchte, also entweder die Heritage oder diese Gitarre. Das sind so meine liebsten Gitarren. Die nutze ich hier auch relativ wenig aus den vorhin schon genannten Gründen. Auch keine Inlays hier, also macht nicht so viel Sinn, hier auf dem Kanal diese Gitarre zu nutzen. Aber auf meinen anderen Kanälen, wo ich diese Short-Videos poste, da nutze ich die Gitarre sehr, sehr gerne.
Kommen wir von den teuren Gitarren mal zu einer etwas günstigeren, und zwar der Harley Benton ST Modern Plus. Darüber habe ich ja auch ein Video gemacht, beziehungsweise sogar zwei. Und ja, die Gitarre besitze ich immer noch, aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass ich vielleicht doch die Brücke ersetze. Ich habe zwar gedacht, ich hätte mich dran gewöhnt, habe ich auch so einigermaßen, aber irgendwie ist es halt nicht so 100%. Deshalb vielleicht tausche ich das Ganze hier noch und werde eventuell darüber auch ein Video machen. Aber schauen wir mal. An sich aber eine super Gitarre, ich spiele die auch echt gerne. Ja, wie gesagt, darüber habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Kommen wir zur nächsten Gitarre, und zwar der Maybach Tellyman, also so hieß sie früher. Jetzt nennt sie sich, glaube ich, Texonian. Maybach musste anscheinend den Namen hier ändern, vermutlich weil Tellyman zu nah an Telecaster dran ist. Wie auch immer, für mich ist das eine Tele mit einer sehr, sehr coolen Farbe, muss ich sagen. Die gefällt mir immer noch extrem gut, sticht halt auch schön raus und ist einfach mal was anderes. An sich eine Gitarre, die ich wirklich gerne spiele. Die hat einen schönen, richtig dicken Hals. Gefällt mir gut bei einer Tele und ja, klingt halt wie eine klassische Tele. Ich habe darüber ja auch schon ein Video, vielleicht auch zwei gemacht, in dem ich mehr auf diese Gitarre eingehe. Ist natürlich alles verlinkt, falls du dir das anschauen möchtest. Dann kommen wir zur ältesten Gitarre, also die Gitarre, die ich am längsten besitze, und das ist die Epiphone SG400 mit ganz vielen Modifikationen, die ich durchgeführt habe. Also hier ist nichts mehr original, außer das Holz und das Schlagbrett. Über die Gitarre bzw. über meine ganzen SGs, die ich damals besessen habe, habe ich ja ein Video gemacht, verlinke ich unten. Ja, das ist wie gesagt meine zweite Gitarre, die ich jemals besessen habe. Die habe ich ca. 6 Monate, nachdem ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, bekommen. Es muss irgendwann 2003 rum gewesen sein, vielleicht auch 2004, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, und seitdem habe ich die Gitarre, die wurde schon einmal komplett neu bundiert. Da sind neue Mechaniken, neuer Sattel, der übrigens leicht zu hoch ist, also den müsste ich mal anpassen. Ja, neue Tonabnehmer, neue Elektronik, neue Hardware, also hier ist wirklich alles neu an der Gitarre. Was die halt besonders macht, die hat einen super schlanken Hals, also der ist wirklich extrem dünn. Und das macht die Gitarre halt sehr, sehr leicht, und zusätzlich kann man hier auch sehr, sehr einfach so schnellere Läufe spielen. Und generell hat die Gitarre einfach einen sehr hohen emotionalen Wert für mich. Ich spiele sie leider nicht mehr so oft, weil der Sattel einfach mal angepasst werden müsste. Vielleicht müsste ich das einfach mal angehen, dann würde ich die Gitarre auch öfter mal wieder spielen. Und wie gesagt, einfach eine Gitarre mit sehr hohem emotionalen Wert für mich. Dann eine Gitarre, die auch bestimmt viele kennen werden, die meine Videos schauen, und zwar die Harley Benton SC550 Goto. Die Gitarre ist natürlich auch komplett modifiziert, darüber habe ich ja auch ein eigenes Video gemacht. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Gitarre, aber irgendwie spiele ich sie kaum mehr. Und deshalb werde ich sie wahrscheinlich auch verkaufen, einfach weil ich nicht möchte, dass sie hier an der Wand rumhängt und einstaubt. Weil das wäre es jetzt wirklich nicht wert. Wenn da irgendjemand Interesse dran hat, ich schreibe unten meine E-Mail-Adresse in die Beschreibung. Kontaktiere mich gerne und dann können wir da vielleicht was aushandeln. Dann eine Gitarre, die ich selbst noch nicht so viel und so intensiv gespielt habe, und zwar diese hier.
Das ist eine Gitarre vom Hersteller Kaipro aus China. Und mit dem Hersteller hatte ich in der Vergangenheit schon mal zusammengearbeitet und die waren auch auf dem Guitar Summit und dort haben wir uns getroffen und am Ende durfte ich diese Gitarre mit nach Hause nehmen, weil es wahrscheinlich für eine Firma aus China einfach leichter ist, eine Gitarre dann in Deutschland bzw. Europa zu lassen, statt sie wieder zurück mit nach China zu nehmen. Und deshalb durfte ich nach dem Guitar Summit diese Gitarre mitnehmen. Und es ist an sich einfach eine Strat, würde ich jetzt mal sagen, aber mit ein paar modernen Specs. Also wir haben Locking Tuner, einen eher modernen Hals, also modernes C, würde ich jetzt mal sagen, relativ schmal. Ein carbonartiges Griffbrett, ich weiß nicht, ob es echtes Carbon ist. Diese Regler mit Holzoptik, Tonabnehmer mit Holzoptik und ja, mit 2-Punkt. Vibrato-System. Was die Gitarre im Verkauf kostet, habe ich keine Ahnung, weil diese Modelle, die ausstellen, sind irgendwie so Einzelstücke bzw. Modelle, die sie in Zukunft rausbringen wollen. Und auf der Internetseite findet man nur oder fast überwiegend nur ältere Modelle. Deshalb kann ich das jetzt gar nicht einschätzen, wie teuer die Gitarre jetzt ist, in welchem Preisbereich. Aber die ist qualitativ auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also vom Gefühl her auch über Harley-Benton-Qualität. Also schon wirklich auf einem relativ hohen Level. Und dann haben wir noch eine weitere Gitarre von Maybach, und zwar die Maybach Albatross. Und das ist, glaube ich, die Gitarre, die ich am meisten hier in meinen Videos nutze auf YouTube. Weil es auch eine meiner Lieblingsgitarren ist. Es ist jetzt nicht meine Top-Lieblingsgitarre. Mittlerweile bin ich, wie gesagt, bei der Lowe und auch bei der Heritage. Aber ziemlich danach kommt die Gitarre und ich finde, für den Content, den ich hier auch produziere auf dem deutschen YouTube-Kanal, passt die Gitarre einfach. Ja, und zu der habe ich, glaube ich, jetzt noch kein explizites Video gemacht, aber ich hatte ja zu den SGs Videos gemacht und zu Maybach-Gitarren hatte ich ein Video gemacht und da wird die auch immer natürlich erwähnt. Was hier so besonders ist, ist, dass sie einen relativ dicken Hals hat, also gerade im Vergleich zu meiner roten Epiphone SG, aber auch im Vergleich zu der weißen Custom Epiphone SG. Also das ist schon ein richtiger Knüppel hier. Ist aber auch ganz schön, gerade wenn man mehrere SGs hat, dass man da auch unter den Gitarren ein bisschen Abwechslung hat und nicht immer 1:1 dasselbe Halsprofil. Ja, und es gefällt mir bei der Gitarre einfach sehr gut. Es passt und ist eine Top-Gitarre. Also es ist wirklich so ein Arbeitstier, würde ich mal sagen. Deshalb nutze ich die auch so gerne hier in den Videos, weil die funktioniert einfach, die klingt gut und sieht natürlich schön aus und ja, ist eine sehr, sehr schöne Gitarre, die ich sehr gerne nutze. Jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen was anderes. Und zwar das hier, das ist ein Bass von Harley Benton, den ich auch regelmäßig spiele, muss ich sagen, gerade wenn ich irgendwelche Backing-Tracks oder ja, irgendwelche Tracks aufnehme und ich halt selbst Bass einspiele. Dafür brauche ich natürlich auch einen Bass und dafür passt dieser Bass hundertprozentig. Also wie gesagt, Harley Benton ist auf einem sehr guten Level, was die Instrumente angeht. Und das spürt man natürlich auch bei den Bässen und den habe ich jetzt auch seit 2 Jahren oder so und den sieht man nie in meinen Videos, aber den benutze ich sehr oft, wie gesagt, für Backing-Tracks oder Sonstiges. Damit habe ich jetzt aber auch keine Soundbeispiele eingespielt, weil wir wollen ja hier bei den Gitarren bleiben. Dann noch eine Gitarre, die ich verkaufen werde, die du vielleicht schon in einigen Videos gesehen hast, und zwar meine weiße Maybach Stradivari S61. Das ist auch eine wirklich Top-Gitarre, die ich sehr, sehr gern gespielt habe, aber ich habe mich dazu entschieden, sie zu verkaufen, weil sie halt sehr, sehr Vintage-mäßig ist. Also sie hat einen sehr dicken Hals plus einen sehr kleinen Griffbrettradius, also 7,5 Zoll, glaube ich. Also sehr, sehr Vintage-mäßig und es ist für vieles, was ich spiele, nicht so geeignet. Beziehungsweise ist es schon cool, gerade für die so Classic-Rock-Sachen. Aber irgendwie langt es mir jetzt mal und ich hatte ja jetzt die Kaipro-Gitarre bekommen, was ja auch eine Strat ist und die ist halt eher modern.
Und da habe ich mir gedacht, ich spiele jetzt erstmal eine Weile die Kaipo-Gitarre und verkaufe die im Aibach. Einfach, um auch ein bisschen Platz zu schaffen, weil, wie gesagt, ich bekomme immer mal wieder neue Gitarren hier und manche behalte ich dann und dafür brauche ich auch Platz. Und deshalb verkaufe ich manchmal wieder die eine oder andere Gitarre. Also, falls da jemand Interesse hat, noch ist sie zu verkaufen, schreibt mir gerne eine E-Mail. Dann gibt es noch zwei, drei Gitarren, die ich besitze. Die sind jetzt nicht hier in diesem Raum. Die habe ich in anderen Räumen verteilt, die ich jetzt auch nicht regelmäßig spiele. Das ist mehr so Deko-Objekte bzw. auch Bastelobjekte. Das wären einmal meine Harley Benton TE52. Die habe ich mir, oder die habe ich seit 2018 circa. Dann noch eine selbstgebaute Strat von einem guten Freund von mir. Ja, aus der werde ich vielleicht auch irgendwann mal was Tolles basteln, vielleicht auch mit Dokumentation hier auf dem Kanal. Mal schauen. Und dann habe ich noch ein oder sogar zwei Gitarren von Lava Music. Ich weiß nicht, ob du diesen Hersteller kennst. Das sind diese eher modernen, abgespaceden Gitarren. Mit denen habe ich viel zusammengearbeitet auf meinem Instagram bzw. auf den anderen Kurzvideoplattformen. Und da hatte ich jetzt auch schon mehrere Gitarren immer mal wieder. Und da besitze ich die Lava Mi 4, also die mit dem eingebauten Display und dem ganz modernen Kram. Und dann besitze ich noch die Lava Mi Air, was eher so eine Reisegitarre ist. Und ja, das ist so Zeug, das nutze ich hier auf dem Kanal eigentlich gar nicht, weil es hier auch nicht so hingehört, meiner Meinung nach. Außer es gibt Leute, die das wirklich mal interessiert, dass ich so eine Gitarre mal teste und vorstelle. Da schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn da Interesse besteht. Und dann besitze ich noch eine weitere Epiphone SG, das habe ich schon mal in einem anderen Video erwähnt. Die ist auch momentan nicht spielbar, das war auch mal so ein Bastelobjekt. Ja, wie gesagt, die werde ich irgendwann mal bestimmt hier auf dem Kanal zeigen, wenn ich mal die Zeit und Lust habe, da was draus zu basteln. Ja, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Wenn das Ganze hier gut ankommt, werde ich das regelmäßig machen, so alle paar Monate, alle halbe Jahre vielleicht, weil ich, wie gesagt, immer mal wieder neue Gitarren habe, weil ich immer mal wieder Gitarren verkaufe. Und ja, so könnte ich euch auf dem Laufenden halten, wie gesagt, wenn da Interesse besteht. Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das jetzt interessant fandet oder nicht. Vielleicht mache ich so ein Video auch noch mal zu anderem Equipment wie Verstärker und ein paar gewisse Effektgeräte und Aufnahmezeug, was ich so benutze. Ja, das werde ich auf jeden Fall sehen, je nachdem, wie das Video hier ankommt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Like da, abonnier den Kanal, falls du neu hier bist. Und wenn du noch Lust hast, dann schau dir doch gerne mal dieses Video hier an. Vielleicht ist das auch interessant für dich.